Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu FIFA 14 Ultimate Team, der WM-Modus. Moment, ich muss ganz kurz mal mein Fenster zumachen. Tut mir leid, ist unprofessionell. So, jetzt habe ich sein Team leider nicht gesehen gerade. Ich glaube, das ist es. Zuniga, Di Maria, Sanchez, Aguero. Schon wieder ein sehr, sehr gutes Team hier. Von ihm. Natürlich, wir dürfen uns gar nicht beschweren. Wir haben auch keine Veränderungen in der Aufstellung. Und jetzt geht's los. Gomez, die verstehen sich blind. Ah, ein bisschen zu steil. Und der ist sitzt. Fünfte Minute, Khedira mit dem Weitschuss. Der Torhüter war noch nicht wieder richtig im Tor. Die Chance lässt Khedira sich natürlich nicht nehmen und haut ihn rein. Gutes Ding von Khedira hier. Schön gemacht. Fünfte Minute, 1-0, frühe Führung. Das ist gut. Oh, war ein gefährlicher Pass von ihm. Und sehr, sehr schlecht geklärt von unserem Torhüter. Und das heißt auch gleich der Ausgleich. Scheiße. Was war denn das von Weidenfeller da gerade? Was macht der Junge denn? Der soll den wegschlagen. Ganz, ganz schlecht gemacht von Weidenfeller. Das hat man dann auch deutlich gesehen, Manni. Aber das muss besser. Und kopfballstarke Spieler haben wir. Pfosten, nein. Das darf doch nicht sein. Nein. Leider Pech gehabt, dass dieser Ball nicht reingeht. Gut behauptet. Zieh, mein Junge. Gut gepasst. In die Lücke. Schießt und Tor. Thomas Müller mit dem 2:1. In der 20. Minute. Hier fällt ein Tor nach dem anderen. Drei Tore in 20 Minuten. Huiuiui. Marco Reus. Boah, gefährlicher Pass. Ja, schön gelaufen, Reus. Und schön gezogen. Und da ist der Nachschuss und der sitzt. Mario Gomez wieder. Oh, mein Hals kratzt ein bisschen. Mario Gomez in der 32. Minute mit dem 3:1. Ha, wieder mehr Glück als Verstand. Gut gedribbelt da aber auch von Reus. Glück gehabt, dass der Gegner da gegrätscht hat, was auch sehr, sehr gefährlich war. Sowas kann immer leicht einen Elfmeter geben. Aber da sieht man richtig, dass mein Gegner, der hat das Feuer, der will unbedingt gewinnen. Schön gepasst. Und jetzt kann Mario Gomez mal zeigen, was er kann. Ja, Mario Gomez, wieder mehr Glück als Verstand. 35. Minute mit dem 4:1. Ich dachte gerade schon, das wäre ein Hattrick von Mario Gomez, aber das habe ich verwechselt. In der letzten Partie hat er ja auch eins gemacht. Hier sieht man nochmal, wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Der Schuss wird abgeblockt, kriegt direkt Nachschuss und den zieht er mit Vollspann in die lange Ecke. Und da hat unser Gegner, glaube ich, auch genug. An der Statistik sieht man auch, dass wir den gut dominiert haben. Ja, mein Gegner ist rausgegangen, 2 Spiele in Folge, geragequittet hier. Und Mario Gomez, wundersamerweise nur mit einer 7,8er Bewertung, sowie Khedira, Reus und Müller auch. Hui, gutes Spiel. 4:1 gewonnen, 9 Punkte in der Gruppenphase und das ist natürlich logischerweise die Qualifikation fürs Achtelfinale. Was jetzt hier gar nicht stand, aber egal. Und wir ziehen jetzt einfach mal ein Pack, weil wir haben Geld gekriegt. Und natürlich müssen wir unser Einer-Set auch noch aufmachen. Das machen wir jetzt auch mal kurz, weil das Spiel ging ja nicht mal eine Halbzeit lang. Oh, neuer aus Italien. Ronaccia. Ist jetzt... ja. Nicht so der Bombenverteidiger, aber wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen. Und ziehen dann ein Päckchen. Wir haben natürlich schon immens viele Spieler. Deswegen haben wir manchmal auch gar keine neuen. Was so wie hier der Fall ist jetzt gerade. Was aber auch so ein richtig schlechtes Pack gewesen wäre. Hier 68, 66, 66. Also da wäre Medina wirklich der Beste gewesen. Und das wäre so oder so kein gutes Pack gewesen. Naja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen.
Ich verabschiede mich mit einem guten Sport. Haut rein, Leute. Euer Fungi. Peace.